Schaltjahrtag. 41 Immobilien stehen derzeit im Amtsgericht Würzburg zur Zwangsversteigerung an. Hinter jedem dieser Aktenzeichen verbirgt sich natürlich irgendein Schicksal, aber natürlich auch die Hoffnung, vielleicht mal an ein Schnäppchen ranzukommen. Heute kam ein ganzes Schloss unter den Hammer mit Schlosskapelle, Gruft, Burggraben, allem drum und dran. Das Einstiegsangebot für das Zobelschloss im unterfränkischen Giebelstadt gerade mal 270.000 Euro. Er ist der Glückliche, Walter Konrad aus Texas. Die Schlossversteigerung heute Morgen fand er... Die war eigentlich cool. Eigens für dieses Schloss jettete der Texaner nach Unterfranken. Seit dem 14. Jahrhundert hatte hier die Familie von Zobel ihren Sitz. Sie waren mächtige Landesherren, erzählt der Kreisarchivar. Dieses Zobel-Schloss ist eine Verkörperung der unterfränkischen Geschichte, eine Verkörperung der Giebelstädter Geschichte. Hier drin ist die Zobelsche Familienbibliothek, das Zobelsche Archiv. Und wenn das natürlich nun in Hände kommt, wo der Zugang nicht mehr möglich ist, dann würde mich das traurig stimmen. Der alte Schlossherr, hier links im Bild, soll sich mit Immobilien verspekuliert haben, erzählen die Giebelstädter. Schon vor 6 Jahren machte er Schlagzeilen, als er den Hausstand seines 800 Jahre alten Geschlechtes versteigern ließ. Rund 1100 Sammelstücke kamen unter den Hammer. Und auch heute lockte der alte Besitz viele. Der Termin musste sogar kurzerhand in den größten Saal des Würzburger Amtsgerichtes verlegt werden. Unter den Interessenten waren viele Giebelstädter, doch die meisten kamen nur zum Schauen. Speziell wenn es ums Zobelschloss geht, hätte ich gern mitgeboten, aber ich kann das leider nicht leisten. Es ist schon bitter, wenn man so lange verbunden war mit der Familie. Heute Morgen ging das Zobelschloss für 430.000 Euro über den Tisch. Allerdings nur unter Vorbehalt, denn der Baron legte Beschwerde ein. Nach all den Befürchtungen über den Zuschlag an den Texaner freuen sich insbesondere die Giebelstädter. Denn Walter Konrad ist kein Unbekannter. Darf ich erst noch mal Glückwunsch? Dankeschön. Das wird sehr gut werden für die Giebelstädter, ja. Warum? Weil ich Giebelstädter bin. Ich bin geboren in Giebelstadt. Ich bin sehr heimatverbunden. Walter Konrad plant ein romantisches Schlosshotel der Kategorie 4 bis 5 Sterne. Und den Baron will er in aller Ruhe ausziehen lassen.